Hallo bei Guckmich TV. Ich bin Bianca. Habt ihr schon mal Popcorn selber gemacht? Für alle, die das noch nie gemacht haben, es ist sehr einfach. Nein, ein Scherz. Man braucht eine hohe Pfanne mit Deckel, etwas Öl, Mais, aus dem man Popcorn machen kann, gibt es in vielen Supermärkten. Welches das Beste ist, müsst ihr googeln. Zucker für die, die Popcorn süß mögen, oder Salz für die, die Popcorn salzig mögen. Ich verrate euch einen Trick. Legt den Mais für 10 Minuten ins Wasser, dann gelingt das Popcorn besser. Dann gießt ihr den Mais ab und lasst ihn gut abtropfen. Öl und Mais in die Pfanne geben, gerade so, dass der Boden bedeckt ist. Den Deckel draufsetzen, nun die Pfanne stark erhitzen. Eine Bitte habe ich. Macht das bitte nur mit euren Eltern zusammen, denn heißes Öl kann sehr gefährlich sein. Es kann zu sehr starken Verbrennungen führen. Also immer nur mit den Eltern machen, nie alleine. Wenn das Öl 180 Grad heiß ist, geht es dann so richtig los. Der Mais platzt auf und springt in die Höhe. Wenn ungefähr die Hälfte von dem Mais in der Pfanne aufgeplatzt ist, nehmt die Pfanne von der heißen Platte, damit das Popcorn nicht anbrennt. Noch ein wenig warten. Einige der Maiskörner, die noch nicht geplatzt sind, platzen jetzt. Und wenn sich dann nichts mehr tut in der Pfanne, nehmt den Deckel ab. Jetzt könnt ihr das warme Popcorn mit Zucker oder Salz bestreuen, wie ihr es lieber mögt. Lecker, so selbstgemachtes Popcorn. Ich würde euch ja gerne von meinem Popcorn etwas abgeben. Aber das geht ja leider nicht. Aber ich habe euch ja gezeigt, wie man es macht. Und ich kann euch erklären, warum der Mais bei Hitze aufplatzt und zu Popcorn wird. Schauen wir uns das Maiskorn mal an. Wir schneiden es auf.
Und damit man es besser erkennt, gibt es eine Grafik. Es hat eine gelbe, feste Haut. Im Inneren ist es weiß. Das ist die Maisstärke. In der Fachsprache heißt das Endosperm. Und hier im Endosperm ist auch Wasser gespeichert. Und das Wasser ist für das Platzen des Maiskorns verantwortlich. Wenn der Puffmais erhitzt wird, verändert sich das Wasser im Inneren. Ab 100 Grad wird aus dem flüssigen Wasser gasförmiger Wasserdampf. Das kennt ihr. Wenn Wasser kocht, dann wird es zu Dampf. Die Fachleute sagen, das Wasser ändert seinen Aggregatzustand. Und weil der Wasserdampf sich ausdehnt und mehr Raum benötigt, steigt er von der Oberfläche des flüssigen Wassers in die Luft. Genau das Gleiche passiert im Inneren des Maiskorns, wenn es erhitzt wird. Das Wasser wird gasförmig und dehnt sich aus. Aber weil das Maiskorn die gelbe feste Haut hat, kann der Wasserdampf nicht entweichen. Der Dampf dehnt sich immer mehr und mehr aus. Er stößt an die Haut des Maiskorns und dehnt sie auch immer mehr. Das Maiskorn wird sozusagen immer größer. Bei 180 Grad Hitze ist der Druck durch den Dampf im Inneren so groß, dass die Haut dem Druck nicht mehr standhalten kann. Sie platzt. Nein, sie explodiert. So stark ist der Druck und der Wasserdampf entweicht an die Luft. Das ist so ähnlich wie bei einem Luftballon. Wenn man immer mehr und mehr Luft hineinpumpt, platzt irgendwann die Gummihaut des Luftballons, weil der Druck im Inneren zu groß ist. In dem Moment, wo die Haut des Maiskorns platzt und der Wasserdampf entweicht, passiert auch etwas mit der heißen Maisstärke. Sie quillt nach außen auf und wenn sie an der Luft ist, kühlt sie schlagartig ab und wird fest. Das ist wie bei dieser Sprühsahne. Sie kommt mit sehr hohem Druck aus der Dose und wird an der Luft fest. Und so sieht das Maiskorn als explodiertes Popcorn aus. Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Wisst ihr übrigens, wer das Popcorn erfunden hat? Ich wette, dass die meisten von euch sagen, die Amerikaner haben das Popcorn für den Kinobesuch erfunden. Irgendwann im letzten Jahrhundert. Ganz falsch. Tatsächlich liegen die Ursprünge des Popcorns über 5000 Jahre zurück. Damals hat das Volk der Azteken in Südamerika gelebt, da wo heute Peru ist. Die haben den Knalleffekt des Maiskorns entdeckt. Medizinmänner warfen die Körner ins Feuer und ließen sie explodieren. Dabei haben sie genau beobachtet, in welche Richtung das Popcorn flog und welche Form es hatte. Daraus haben sie dann die Zukunft vorhergesagt.
In vielen Tausenden von Jahren ist das Wissen, wie man Popcorn macht, bis zu den Indianern nach Nordamerika gekommen. Sie haben das Popcorn gegessen und sogar ihre Kleidung damit verziert. Und bei weißen Siedlern wurde das Popcorn auch beliebt. Ein Indianerhäuptling schenkte es ihnen zum Erntedankfest. '85 hat dann Charlie Craters eine fahrbare Popcornmaschine erfunden. Und ab da wurde es als Snack auf Jahrmärkten, in Zirkussen und Sportveranstaltungen in ganz Nordamerika verkauft. Und ab 1927 wurde Popcorn sehr beliebt bei Kinobesuchern. Es gab jetzt Tonfilm und Menschen, die nicht lesen konnten, konnten jetzt auch das Kino besuchen. Es gingen immer mehr Menschen ins Kino. Und weil Popcorn nicht teuer war, konnten sich auch ärmere Kinobesucher den aufgeplatzten Mais leisten. Und mit den Jahren wurde Popcorn auf der ganzen Welt beliebt. Das verstehe ich sehr gut. Mir schmeckt es auch sehr gut. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Ich esse jetzt Popcorn.